Hallo, mein Name ist Steffen Barth, Reha-Experte von Physiomed Hagen. Ich möchte gerne noch mal was erzählen, weil die Nachfragen so groß waren bei unserem letzten Kommentar über die TCM, traditionelle chinesische Medizin. Da möchte ich einen oben drauf setzen, das ist der Barfußarzt. Alle Leute, die mit Akupressur arbeiten, die können sich auch Barfußärzte nennen, also Laien. Die laienhaft arbeiten und nicht den Kardiologen, den Facharzt oder den Hausarzt ersetzen. Aber die können dann eingreifen, wenn jemand mal schwächelt und ist keiner da. Und man kann dann jemandem auch so lange überbrücken, bis der Rettungsarzt kommt. Und wenn man nirgendwo Hilfe zu erwarten hat, wäre es toll, wenn man diese Sachen beherrscht. Das sind drei wichtige Punkte, linke Seite der Hand und rechte Seite der Hand. Und da kann ich nur das Ganze wärmstens empfehlen. Also, das ist nochmal ganz wichtig gesagt. Das ist hier, wir haben hier einen Herzpunkt, den habe ich hier gerade mal eingezeichnet. Das genau hier, da wo die Kante ist, ist da der Herzpunkt. Den kann man so zirkeln mit einem Metall, mit einer Schere, mit irgendetwas, was metallisch ist. Man kann aber auch den Fingernagel nehmen, dann kann man das so ganz derbe massieren. Umso fester man drückt, ja, dann hat man umso schneller Reaktion. Die andere Seite genauso. Das heißt, wenn ich da fester drauf drücke, kann sich das Herz-Kreislauf-System sogar regulieren. Kann, wo bemerkt. Es ersetzt jetzt nicht den Spezialisten. Aber wie gesagt, das ist eine ganz tolle Sache. Wenn man so ein bisschen schwindelig wird, Kreislauf wird oder man meint, man wird ohnmächtig ist. Oder der Nachbar hilft oder der Ehemann, die Ehefrau, die Freundin oder wer auch immer. Der zweite Punkt ist dieser Herz-Kreislauf-Punkt. Der sitzt hier am Mittelfinger auch wieder in der Mitte, auch wieder da an der Kante, wie man sieht. Und den behandelt man auch wieder mit einem Metall oder mit einer Schere. Alles, was man da gerade hat und massiert den Punkt ganz feste. Und dann wieder die andere Seite genauso. Ganz feste draufdrücken und zirkulieren. Linksrum, rechtsrum, ist egal, richtig feste zirkulieren. So nach dem Motto, wach, werd wieder wach, kipp mir nicht um. Ja, also Herz, Kreislauf, beide Hände. Dann noch einer obendrauf, das ist hier. Der Hallo-Wach-Punkt, das ist der stärkste Punkt, der tut sau weh, wenn man den richtig drückt. So, da holt man die Leute aus der Ohnmacht. Linke Seite, rechte Seite, ist der Mittelfinger direkt oben auf dieser Beere der Fingerkuppe. Da richtig draufgehen, richtig feste arbeiten. Es geht einfach, dass man diese Herz-Kreislauf-Punkte und diesen Hallo-Wach-Punkt einfach sich einprägt und den einfach mal einsetzt. Den kann man auch machen, wenn man merkt, oh, mein Kreislauf geht runter und so weiter. Einfach mal die so massieren. Mit einem Fingernagel oder mit einem Schlüssel, was man gerade hat. 10 Sekunden, 20 Sekunden so kreisend. Die andere Seite auch. Fängt mit dem Herzpunkt an, geht dann auf den Kreislaufpunkt genauso, da auch. Und man wird staunen, wie man das selber macht, man muss es nur tun. Wenn man jetzt sagt, so ein ungläubiger Papst ist, ja, kannst du dran glauben oder so, muss es tun. Wer nicht mit Herz und Blut Unmögliche sind, der gewinnt nicht. Also, bewertet uns, macht mal einen Kommentar, würden uns freuen, würden auch darauf eingehen, so schnell und so gut, wie wir können. Also, dann bis zum nächsten Mal, macht's gut.